Es gibt da so einen neuen Begriff, der seit einiger Zeit in aller Munde ist. Stakeholder Capitalism. Stakeholder Capitalism ist ein Begriff, ja, der wurde gerade jetzt auch beim Weltwirtschaftsforum in Davos, es war ja in diesem Jahr nicht in Davos, sondern mehr oder weniger online. Dieser Begriff ist immer wieder regelmäßig gefallen. Was ist das eigentlich für ein Begriff? Was steckt dahinter? Das erste Mal tatsächlich in der breiten Öffentlichkeit wurde dieser Begriff genannt 2020. Auch damals beim Weltwirtschaftsforum. Damals noch in Davos. Da hat man sich ja noch getroffen. Erfinder, derjenige, der sich diesen Begriff ausgedacht hat, ist Klaus Schwab, der Gründer des sogenannten Weltwirtschaftsforums. Dieses elitäre Klüppchen, wo sich einmal im Jahr die Superreichen, die Supermächtigen, ja, super einflussreichen Menschen der Welt treffen. Und wie gesagt, in diesem Jahr online. Stakeholder Capitalism. Das klingt so super, aber was bedeutet das eigentlich? Stakeholder, das sind Interessengruppen. Also ein Interessengruppenkapitalismus? Wow, das muss was Tolles sein. Weg vom Kapitalismus, bei denen die Shareholder, also die Aktionäre, belohnt wurden, wo es nur um die Interessen der eigenen Firma ging und der eigenen Aktionäre, jetzt hin zu einer neuen Art von Kapitalismus, die ja, die verschiedenen Interessen, die verschiedenen Gruppierungen berücksichtigt. Wenn man sich anschaut, was das bedeutet, bedeutet es vor allen Dingen gerechtere Löhne. Juhu, weniger hohe Löhne für die Menschen in den Chefetagen. Juhu, höhere Steuern. Und. Mehr Gerechtigkeit, mehr Frauen auch also in Führungspositionen, klingt gar nicht so schlecht. Wo kommt das her? Weshalb das Ganze? Nun, da muss man sich ein bisschen mit Wirtschaftsgeschichte auseinandersetzen. Wir waren und sind immer noch an einem Punkt angekommen, an dem dieser sogenannte Shareholder, also der Aktionärskapitalismus, also der gewinnmaximierende Kapitalismus für die eigene Firma, so logisch es klingt, einen sehr negativen Beigeschmack hat. Ne? Einige Firmen werden immer reicher, einige Vorstandsvorsitzende bekommen extreme Löhne, nicht nur Vorstandsvorsitzende, aber okay, da wollen wir weg. Das soll nicht mehr sein. Negativ besetzt, also kommt eine neue PR-Maschinerie, ja, mit dabei. Bei dem Begriff des Stakeholder Kapitalismus sind auch einige große Wirtschaftsprüfergesellschaften und einige große PR-Firmen. Ernst & Young ist unter anderem mit dabei. Ne? Wir erinnern uns, die sind diese Wirtschaftsprüfer, die auch schon mal große Fehler machen. Aber okay, Fehler macht jeder. Also der PR-Begriff des Shareholder-Kapitalismus ist total out, total negativ besetzt. Was Neues muss her? Und da gibt es eigentlich zwei Alternativen. Stakeholder-Kapitalismus, also der Kapitalismus der Interessengruppierungen, oder State-Kapitalismus, also Kapitalismus des Staates. Also dem Staat gehört alles, wir kennen das. Also ich habe ja schon oft diesen Begriff auch genannt im Zusammenhang mit China. Denn ja, China läuft offiziell als kommunistisches Land, aber, und das ist meine ganz persönliche Meinung, glaube ich, meiner Meinung nach, dass China eher ein staatskapitalistisches Land ist, denn es geht um Gewinnmaximierung, es geht um Kapital und das gehört einigen wenigen und das große Volk darf viel arbeiten, kriegt dafür sehr wenig Lohn, hat auch sehr wenige Freiheiten, aber naja, es funktioniert so wie die Chinesen, wie die chinesische Führungselite, Parteielite es gerne hätte. Auch das habe ich schon erwähnt. Es gibt kein anderes Parlament weltweit, in welchem es so viele Milliardäre gibt wie im chinesischen Parlament.
Gut, aber das wollen wir hier auf gar keinen Fall. Ah, Staatskapitalismus, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wie gesagt, das könnte auch leicht mit Kommunismus verwechselt werden. Das wollen wir nicht. Deswegen nehmen wir Stakeholder-Kapitalismen. Kapitalismus, ja, bei welchen Interessengruppierungen im Vordergrund stehen. Das ist so ein bisschen ähnlich wie Stiftungen. Eine Stiftung, das klingt für den Otto-Normalbürger als etwas Wunderbares. Ich gründe eine Stiftung und tue Gutes. Wenn wir uns die Stiftungen weltweit anschauen, dann sehen wir, dass nur sehr wenige dieser Stiftungen tatsächlich Gutes tun, ganz vorne auf ihrer Agenda stehen haben. Ja, Gutes tun ist natürlich schon vordergründig das, wovon man denkt, deswegen gibt es die Stiftung. Aber Stiftungen haben einen riesen Vorteil, vor allen Dingen in den USA, aber auch in vielen anderen Ländern. Mit einer Stiftung kann man vor allen Dingen Steuern sparen. Das bedeutet, dass also ein Großteil des Geldes, welches ich verdiene, das werde ich nicht auf mein privates Bankkonto tun oder in Aktien investieren oder in was auch immer, in Gold, in Silber, in Platin oder in Oldtimer. Nein, ich investiere es in eine Stiftung. Ich tue es in eine Stiftung. Stiftungsvermögen nennt man das. Und dann mit diesem Stiftungsvermögen kann ich Gutes tun. Das Gute tun hat zwei große Vorteile. Wie gesagt, einmal Steuern sparen und dann das zweite natürlich auch noch, dass ich mir selber genau überlegen kann, wo und für wen ich Gutes tue. Das heißt, ich habe selber in der Hand, wo und für wen ich weltweit Einfluss ausüben werde. Und ich kann ja dann aus diesem Stiftungsvermögen auch Geld in Firmen investieren. Absolut kein Problem, denn es gibt ja einen Stiftungsfonds. Und aus diesem Fonds kann ich das Geld ja investieren in Firmen, die mir gefallen, wo ich sage, diese Firma macht genau das Gute, was mir gerade passt, was ich wichtig finde. Deswegen, also Stiftung gründen, Stiftungsvermögen bedeutet nicht, dass ich nicht auch mein Stiftungsvermögen mit Hilfe meiner Stiftung vergrößern kann. Es gibt einige sehr, sehr einflussreiche Stiftungen. Und Stiftungen investieren dann auch sehr gerne in die Wissenschaft, in Universitäten. Da, auch da gibt es natürlich viele Möglichkeiten. Danke dieser wunderbaren Stiftung, das wird oft auch dann einmal im Jahr oder zweimal im Jahr erwähnt oder gerade dann, wenn es neues Geld gegeben hat, irgendwelche Stipendien auch für besonders gute Studenten oder Professoren oder wissenschaftliche Arbeiten. Als Stiftung habe ich die Möglichkeit, nicht nur Steuern zu sparen, sehr viel Steuern zu sparen, sondern auch sehr, sehr viel Einfluss auszuüben. Da passt natürlich dieser Stakeholder-Capitalism, Kapitalismus, bei welchem die verschiedenen Interessengruppen berücksichtigt werden, das passt da sehr gut. Das ist wie so ein Puzzle. Die Puzzlestückchen passen. Die Puzzlestückchen kann man da zusammenfügen. Dieser neue Begriff Stakeholder Capitalism klingt erstmal wunderbar. Aber letztendlich bedeutet er womöglich das Gleiche, womöglich sogar noch weniger Einfluss für die Bürger, als das sie schon hatten. Und noch mehr Einfluss für die verschiedenen Interessengruppen. Ich kann mir das so basteln, wie ich will. Wow, und jetzt ist dieser Begriff da. Es klingt super. Gerechtere Löhne. Weniger hohe Löhne für die Vorstandsvorsitzende und vieles in Stiftungen. Viele Stiftungen werden womöglich auch da in Zukunft dann mit ihren Einfluss ausüben können. Was heißt in Zukunft? Ist ja schon längst so. Ist ja einfach Fakt, muss man so sehen. Hat man sich gut ausgedacht. Ist clever. Ist eine clevere Überlegung. Wie gesagt, Alternative Stakeholder Capitalism oder die Möglichkeit bestünde auch des Staatskapitalismus. Nein, 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 dieser Begriff ist vollkommen verseucht, den sollte man nicht verwenden. Man könnte auch Kundenkapitalismus, Kapitalismus im Sinne des Bürgers sich überlegen. Wäre mal ein ganz neuer Ansatz, aber da sind wir nicht.
Wir sind hier jetzt im Zeitalter der Stiftungen, der NGOs, Non-Governmental Organizations. Der Einfluss wird immer größer. Und dann halt auch der sogenannten Stakeholder Capitalists oder Stakeholder Capitalism. Man sollte wissen, was dieser Begriff bedeutet. Klingt toll, aber eine Medaille hat immer zwei Seiten.